Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Wie heißt es so schön bei Start-up-Fahrschule Harry in Kindberg? Von Null auf Harry in 0,nix. Wir bringen dich da durch. Wo melde ich mich an? Bei mir im Büro oder auf www.startup-harry.at. Wir sind nicht nur Ansprechpartner für alle Führerscheinklassen vom Moped bis zum LKW, sondern auch für Berufskraftfahrer, Ladekrankkurse und Staplerkurse. Ein engagiertes Team unterstützt Sie. Einfach los. Fahrschule Startup Harry Kindberg. Die Fahrschule ganz in deiner Nähe. Willst du immer gut ankommen mit einem Ford? Er hat alles, was du brauchst. Neu bei Ford. S-Max und Galaxy jetzt auch mit Allradantrieb. Ford ist der Einzige, der Allrad und Automatik anbietet. Eine unverbindliche Probefahrt wird dich überzeugen. Es gibt außerdem jede Menge Neuigkeiten, auch bei Ford-Nutzfahrzeugen. Wenn du ein Auto suchst, du findest es bei Huber Kapfenberg. Boah, wie früher. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich. Darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! So früher, wenn es das nicht kennt. Gut, besser, Gösser Kracherl. Was gibt es so Neues bei Kia Huber Rickersdorf? Verkaufsberater Jörg Lohner weiß mehr. Bei Kia gibt es wieder jede Menge Sommerangebote. Zum Beispiel unser Kia Rio bei Finanzierung ab 10,99. Bei den Kunden sehr beliebt Kia Sportage. Unser meistverkaufter, unser Kia Sportage, der bereits in der Ausstattungsstufe Silber mit Navigationsgerät ausgerüstet ist. 7 Jahre Navi-Update, kostenloses sind dabei, genauso wie 7 Jahre Mobilitätsgarantie und 7 Jahre Kia-Garantie. Ein heißes Eisen, der neue von Kia. Wir vom Autohaus Huber in Nickelsdorf freuen uns schon auf den neuen Kia Stonic, der ab September bei uns im Autohaus sein wird. Jetzt natürlich schon vorbestellbar. Und was ist mit dem neuen Kia Niro? Auf dem Ökosektor können wir unseren Kia Niro Hybridfahrzeug, Hybrid Crossover anbieten, der mit 105 PS Benzinmotor und 43 PS Elektromotor ausgestattet ist, ab 26.500 Euro. Kia bei Huber Nickelsdorf, da sind Sie in guten Händen. Unser Spiel der Runde aus der Unterliga Nord B Rapid Kapfenberg gegen St. Peter ob Judenburg. Von Anfang an übernahm die junge Mannschaft von Rapid Kapfenberg das Kommando. Einen herrlichen Pass von Peter Frühwirth vergab Marvin Hernaus ganz knapp. Auch die zweite Torchance, wieder durch Marvin Hernaus, brachte keinen Erfolg. Der St. Peter-Tormann Bernhard Plätz wehrt einen Schuss von Peter Frühwirth großartig ab. Christoph Graschi schoss auf 25 Meter aufs Gehäuse von St. Peter, leider kein Tor. Der Kapfenberger Christoph Graschi kommt wieder zu einer Torchance. Der
Die erste gefährliche Situation vor dem Kapfenberger Tor durch Dalibor Tomic brachte ebenfalls kein Ergebnis. Die gelbe Karte für St. Peter-Spieler Manuel Czernko nach einem Foul an Kapfenberger Tobias Goldgruber. Eine herrliche Flanke von Mario Fina schloss Daniel Kramel zum viel umjubelten 1:0 für Kapfenberg ab. Große Ausgleichschance für St. Peter, Dalibor Tomic vergab aber. Mit 1:0 ging es für Rapid Kapfenberg in die Pause. Die zweite Halbzeit begann mit rollendem Angriff der Kapfenberger. Marvin Hernaus hat eine große Torchance, der St. Peter-Tormann wehrte jedoch großartig ab. Die Angriffswelle der Kapfenberger brachte durch den enormen Einsatz von Daniel Kramel das 2:0. Marvin Hernaus hat eine weitere Tormöglichkeit. Eine herrliche Kombination der Kapfenberger schloss der eingewechselte Patrick Karl zum 3:0 ab. Freistoß für St. Peter, Michael Trafler scheiterte nur knapp. Nach einem Corner vergab Patrick Ofner für St. Peter die Chance zum Anschlusstreffer. Christoph Kraschi wird super freigespielt, kann aber trotz enormen Einsatz den Ball nicht im Tor platzieren. Einen weiteren Schuss von Peter Frühwirth wertet der Tormann von St. Peter in den Corner ab. Die gute Leistung von Marvin Hernaus wird mit einem Tor zum 4:0 belohnt. Das nächste Tor der Kapfenberger erzielte Peter Frühwirth mit 5:0. Die Chance auf das 6:0 durch Daniel Kramel verhinderte Bernhard Plätz mit einer grandiosen Abwehr. Endstand in der Haiwa Arena Kapfenberg-Dimlach 5:0 für Rapid Kapfenberg. Die Stimmen zum Spiel. Heutiges Spiel 5:0. Technisch waren sie, glaube ich, sehr überlegen. Kämpferisch. Was sagen Sie zum Spiel? Ja, ich sage einmal, wir haben im Vorhinein gewusst, Kapfenberg ist eine junge, spielerisch starke Mannschaft. Wir können nur mit Kampf ins Spiel finden, haben wir leider auch versammt. Sie waren uns einfach in gewissen Belangen viel stärker. Ich sage einmal spritziger, technischer gespielt und das war, glaube ich, auch, dass die zum Erfolg gekommen sind. Ich glaube, wieder ganz eine gute Mannschaft, wieder ganz einen guten Platz belegen wir an die Kapfenberger, gell? Ich schätze Kapfenberg einmal ganz sicher eher vorne ein. Wir haben auch damit gerechnet, dass wir eigentlich auch vor mitspielen. Wir sind komplett neu von mir, die Mannschaft. Und man sieht, wir brauchen einfach noch ein paar Spiele, bis wir zusammenfinden. Ja, auch zwei schöne Chancen hätte es gehabt, nicht, muss man sagen. Ja, nur leider hätten uns die ein, zwei Chancen auch nicht viel gebracht, aber es wird schon besser, ich sage mal so. Alles klar, danke schön dann. Bitte. Großartiges Spiel, 5:0, zweifacher Torschütze, was wünschen Sie mehr? Traumhaftes Spiel haben wir gespielt, glaube ich. Das haben wir halt gesehen, dass wir ein gutes Team sind, dass wir es gut drauf haben. Natürlich bin ich froh, dass ich jetzt mal wieder nach einem Jahr zwei Tore geschossen habe. Aber ich bin umso mehr froh, dass wir heute die drei Punkte geholt haben. Ich glaube, ich werde eine ganz gute Stellung in der Liga abgeben nach dem Spiel heute. Zwei Spiele, zwei Siege, ist ein ganz guter Start. Natürlich, Start nach Maß, so haben wir es geplant gehabt und so wird es ja weitergehen. Zwei Spiele, zwei Siege. Als Trainer, was wünscht man sich mehr? Ja, idealer Einstand, hat genau passt. So möchte man in die Saison starten. Trotzdem, wir sind ein Ausbildungsbetrieb, es geht um die Entwicklung der Burschen. Wir werden unter der Woche arbeiten, hart arbeiten, gut arbeiten und schauen, dass wir das von Spiel zu Spiel umsetzen. Und dann werden wir sehen, was am Ende der Saison rausschaut. Ja, man merkt, technisch und spritzig war es schon weit mehr. Das war auch, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ist richtig. Wir haben die jüngste Mannschaft der Liga und in dem Alter,
was da körperlich etwas fehlt, musst du technisch, spielerisch und läuferisch wettmachen. Und das lösen die Burschen sehr gut, indem sie einfach den Schritt schneller sind und mit der Balltechnik um eine Spur, wenn nicht mehr, besser sind wie der Gegner.